Nein, doch. Oh, Helena. Guten Tag, Penny. Also, hi, hey. Ich wollte fragen, ob du schon was zum Dinner vorhast. Heute Abend oder wann? Es steckt eine inhärente Doppeldeutigkeit in dem Wort Dinner. Wir verwenden es für die größte Mahlzeit des Tages, egal wann wir diese einnehmen. Also, um es klarzustellen, mit Dinner meine ich Abendessen. Abendessen? Oder Dinner. Ich dachte an 18.30 Uhr, wenn es ginge. Wäre das möglich? 18.30 Uhr wäre gut. Echt? Ich hänge gern mit euch Jungs rum. Mit uns Jungs? Mit euch, Sheldon, Howard, Raj. Wer kommt sonst noch? Sie werden vermutlich alle da sein. Oder auch bloß eine Teilmenge von ihnen wird dabei sein. Algebraisch betrachtet liegen da zu viele Unbekannte vor. Zum Beispiel hat Sheldon heute schon im Quizno gegessen. Manchmal wird er davon schon satt und manchmal nicht. Das liegt nicht am Quizno, die servieren eine abwechslungsreiche Kost. Okay, wird sicher ein lustiger Abend. Schön. Hatten wir eine Zeit ausgemacht? 18.30 Uhr. Und das passt dir auch wirklich? Geht klar. Denn es ist nicht in Stein gemeißelt. Doch, die Zeit ist okay. Dann hole ich meinen Meißel. Wieso? Ist in Stein. Also bis 18.30 Uhr. Um wie viel Uhr war dein Date? 6:30 Uhr. Bestens. Dann hast du noch 2 Stunden, 15 Minuten Zeit und die dichte Molekularwolke deines Aftershaves kann sich verflüchtigen. Ist es zu viel? Nicht für ein ganzes Rugby-Team. Übrigens, falls es hier zur Sprache kommt, du gehst nicht mit uns, weil du heute Mittag schon Chicken Carbonara im Quizno hattest. Wieso sollte ich mitgehen? Ach, nur so. Oh, weißt du was, das Ganze ist vielleicht doch keine so gute Idee. Oh, doch, 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 doch. Es könnte sich die Möglichkeit ergeben, dass durch Alkohol und ein schwaches Urteilsvermögen ihrerseits ein romantischer Abend dabei rausspringt. Du hast recht, Alkohol, schwaches Urteilsvermögen, könnte gehen. Allerdings wäre die andere Möglichkeit, dass dieser Tag ziemlich unangenehme 6 Monate nach sich zieht, in denen ihr euch aus dem Weg geht, bis einer von euch aufgibt und in einen anderen Bundesstaat zieht. Du hättest auf die zweite Möglichkeit verzichten können. Hätte ich es gekonnt, hätte ich es getan. Hör mal, ich bin doch ein ziemlich netter Kerl. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht nett in ein Restaurant essen gehen können. Und vielleicht anschließend spazieren gehen und über Dinge reden, die wir beide gut finden. Ja, so wie, du magst Töpferwaren? Ja, ich liebe Töpferwaren. Dann kommt eine Pause und wir beide wissen, was passieren wird. Wir fangen an, uns zu küssen. Zögern zuerst, doch dann wird mir klar, sie erwidert meinen Kuss und beißt mir in die Unterlippe. Ja, weil sie mich will. Gleich ist es soweit und wir haben Sex. Oh Gott, oh mein Gott. Hat der Sex schon angefangen? Ich habe eine Panikattacke. Oh, okay, ja, dann beruhige dich. Wenn ich mich beruhigen könnte, hätte ich keine Panikattacke. Deswegen heißt das Panikattacke. Schon gut, verstehe. Also dann. Was mache ich hier eigentlich? Ich schaffe das nicht. Du musst sie anrufen und absagen. Ich soll, warum ich? Ja. Und was soll ich ihr sagen? Keine Ahnung. Sag ihr, ich bin krank. Okay. Nur keine Erkrankung, bei der sie gleich rüberkommt und mich pflegen will. Aber auch nicht so heikel, dass es ihr künftig unangenehm ist, mit mir auszugehen, falls ich es doch noch mal versuche. Alles klar. Also keine Geschlechtskrankheit. Ich sag ihr, du hättest eine routinemäßige Darmspiegelung und bist noch nicht wieder auf den Beinen. Gib mir das Telefon. Aber ich denke, du willst ja absagen. Das kann ich nicht. Wenn ich absage, erwartet sie, dass du hingehst. Und warum erwartet sie dann mich? Stell doch nicht dauernd so viele Fragen. Ich muss noch mal duschen gehen.